Ja, wir haben jetzt eingekauft, eine Schaufel, ein Schwert, haben uns dann schon mal mit den Gefangenen unterhalten und ja, für eine der Prüfungen müssen wir ja fechten lernen. Dazu müssen wir jetzt zum Fechtmeister gehen. Und wenn wir uns jetzt eh schon gerade rumbewegen, ich wurde gefragt, wie viele Disketten das denn waren. Also so aus dem Kopf weiß ich nicht mehr ganz genau, wie viel es waren, aber ich glaube, das waren so damals auf dem Amiga so um die 20, 25 Stück, genau weiß ich es nicht mehr, ne? So, mal hier. Niemand darf vorbei. Niemand darf vorbei. Niemand darf vorbei. So, dem Troll geben wir jetzt diesen Fisch. Ah, ein roter Hering. Okay, geh weiter. Und lass es dir schmecken. Und da sind wir beim Haus des Schwertmeisters. Ich werde mal klopfen. Das gehört sich einfach so. Was willst du, kleine Ratte ohne Rückgrat? Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Besser als der Schwertmeister? Du? Du könntest nicht mal halb so gut wie Carla werden. Selbst mit stundenhärtestem Training. Ich erinnere mich, wie Carla und ich in Port Royal kämpften. Die Regierungstruppen hatten uns eingeschlossen. Es sah aus, als sei das unser Ende. Doch dann sagte Carla: Aber ich schweife vom Thema ab. Du bist einfach nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt. Das bin ich doch. Bist du nicht? Bin ich doch. Bist du nicht? Bin ich doch! Ich mag deinen Kampfgeist. Ich tue, was ich kann, natürlich. Kostet das eine Kleinigkeit. Du hast das Schild gelesen? Für einen großen Job wie diesen verlange ich 30 Goldstücke. Wie viel hast du? Ich hab die 30 Goldstücke. Dann sind wir uns ja einig. Lass mal dein Schwert sehen. Okay, sehen Sie mal. Ja, das ist ganz nett. Lass uns loslegen. Okay, du Weichling, zieh dein Schwert und zeig, was du drauf hast. Bursche, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Normalerweise verschwende ich meine Zeit nicht mit Ungeziefer wie dir, aber durch diese LeChuck-Affäre gehen die Geschäfte eher schlecht, also habe ich keine Wahl, ich brauche das Geld. Ja, ich sehe, wir müssen ein paar spezielle Maßnahmen ergreifen. Nur damit du es weißt, das mache ich nicht mit jedem. Ich tue das wegen dieser speziellen Schüler-Lehrer-Goldstück-Bindung, die ich zwischen uns fühle. Ich lass dich antreten gegen die Maschine. Wird das wehtun? Huh. Geh auf mich los, keine Angst, du kannst mir nicht wehtun. Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Pass auf deine Beinarbeit auf. Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Benutze deine Rückhand gegen die Vorhand. Nein, erst zustechen, dann ausweichen. Wenige Stunden später. Langsam kriegst du den Bogen raus. Noch ein paar Stunden später. Nicht schlecht. Du bist gut in Form.
Nun eröffne ich dir das wahre Geheimnis des Schwertkampfs. Schwertkampf ist ein wenig wie Liebe. Es sind nicht immer die Taten, sondern die Worte, die zählen. Jeder blöde Pirat kann ein scharfes Stück Metall durch die Luft schwingen. Aber die Pros, die erledigen ihre Gegner mit einer Beleidigung. Eine, die sie völlig aus der Fassung bringt. Siehst du, Bursche, dein Verstand muss doppelt so scharf sein wie dein Schwert. Lass es uns mal ausprobieren, ja? Okay. Stell dir Folgendes vor. Wir kämpfen ungestüm gegeneinander, so wie Carla und ich damals in Port Royal. Es gibt eine kleine Pause im Kampf und dein Gegner sagt, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Dann antwortest du mit. Ah, und hier ein ganz kurzer Break. Ah, ihr seht, ich möchte nochmal betonen, das Spiel ist von 1990, ja, und die Deine-Mutter-Sprüche, die gab es damals schon, ne? Okay, nehmen wir den noch auch. Deine Mutter aber auch. Ich sehe, wir müssen noch eine Menge lernen. Du solltest antworten mit etwas wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Verstanden? Es ist messerscharfer Verstand, der den Kampf gewinnt. Probieren wir es nochmal. Stell dir Folgendes vor. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Mein Schwert hat dir zwei Schnitte im Gesicht verpasst. Ich sage, mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik. Du antwortest mit? Deine Mutter aber auch. Ich sehe, du hast noch leichte Probleme. Eine richtige Antwort zu, mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik, wäre etwas gewesen wie, dann fuchtel nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. Verstehst du? Messerscharf. Nun schlage ich vor, dass du draußen ein paar Beleidigungen lernst. Ich werde dieses Gefühl nicht los, dass man mich reingelegt hat. Wahrscheinlich fühlen sie sich ähnlich. Ach ne, ja, Guybrush. Mach dir da nichts draus. Das wird schon werden, immer positiv. Positive thinking. Okay, ja, ne? Also dieses Spiel war für mich immer besonders, ich habe das geliebt, ne? Dieser Beleidigungsschwertkampf, ne? Natürlich ohne deine Muttersprüche, ne? Das wäre ja sonst. Naja, wie gesagt. Gut, würde ich mal vorschlagen. Wir stellen uns hier mal auf eine Kreuzung und suchen uns ein bisschen Ärger. Ich sag vorneweg, das dauert ein bisschen, ne? Man muss immer neue Sprüche lernen, neue Antworten lernen. Ei, hoffentlich ist es wichtig. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Mein Schwert wird dich ausspießen wie einen Schaschlik. Dann mach damit nicht rum wie mit einem Staubwedel. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Ja. Da haben wir noch keine Antwort. Deine Mutter gibt's nicht. Oh ja? Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Ich schaudere. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Ersten Kampf verloren? Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich, Junge. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Menschen fallen mir zu Füßen, wenn ich komme. Auch bevor sie deinem Atem riechen? Trägst du immer noch Windeln? Oh ja? Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen.
Ich schaudere, ich schaudere. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. So, ihr seht, das dauert ein bisschen, ne, mit den Antworten sammeln. Man muss es aber machen, ne? Und wie gesagt, wenn man das so spielt, dann ist das eigentlich auch ganz, ganz witzig. So. Komm, die greifen uns da oben, die Piraten. Blutrünstiger Pirat, stinkender Pirat. Ei, hoffentlich ist es wichtig. Mein Name ist Guybrush Threepwood, du bist des Todes. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Also hast du doch den Job als Putzer gekriegt? Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Oh ja? An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Ich bin besser als du. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Hi, hoffentlich ist es wichtig. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. An deiner Stelle würde ich zur Landratte werden. Hattest du das nicht vor kurzem getan? Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Da haben wir die passende Antwort noch nicht. Ach, oh ja? Ich kenne einige Affen, die haben mehr drauf als du. Ich bin besser als du. Huch, guter Zug. Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Ich hatte mal einen Hund, der war klüger als du. Er muss dir das Fechten beigebracht haben. Keine Worte beschreiben deine Hässlichkeit. Da haben wir auch noch nichts. Oh ja? Meine Narben im Gesicht stammen aus einem harten Kampf. Auch noch nichts. Ich schaudere, ich schaudere. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Was willst du, Deckschrubber? Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Ich schaudere, ich schaudere. Trägst du immer noch Windeln? Ich schaudere, ich schaudere. Du bist kein echter Gegner für mein geschultes Hirn. Ich bin besser als du. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Erster Kampf, aber wir müssen weitermachen. Ne? Man braucht die passenden Antworten und die passenden Fragen. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Ah, mal wieder in der Nase gebohrt, wie? Jeder hier kennt dich doch als unerfahrenen Dummkopf.
Ich schaudere. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Die Antwort hat er uns ja schon gegeben. Aha, mal wieder in der Nase gebohrt, wie? Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Und du wirst deine rostige Klinge nie wiedersehen. Oh, hinter dir ein dreiköpfiger Affe?